Hey Kinders, was geht bei euch ab? Ihr könnt es vernehmen, ich bin noch krank. Ich habe seit fast einer Woche nichts aufgenommen. Wollt ihr mich gerade verarschen oder was? Ich habe seit fast einer Woche nichts aufgenommen und auch nicht gelivestreamt. Ihr wisst ja, gestern, also am Dienstag, ist der Stream ausgefallen, weil ich da noch überhaupt keine Stimme hatte. Jetzt habe ich sie wieder, aber halt so ein bisschen dunkel. Da stehen die Ladies drauf, ja, die Männer auch. So easy weggeklatscht. Ich hätte, glaube ich, gestern schon streamen können, aber halt ultra leise, ganz vorsichtig und nicht schreien. Ich bin auch jetzt noch vorsichtig, denn vielleicht erinnert ihr euch, ich habe vor einem halben Jahr war ich erkältet und ich habe in dieser Erkältung, während dieser Erkältung, jeden Tag Videos gemacht. Last one be highway. He's on spot now. Ich habe da jeden Tag Videos gemacht, ich habe auch jeden Livestream mitgemacht. Oder halt gehalten. Und da war dann meine Stimme dafür für 3 Wochen so kaputt und ich habe so Keuchhusten gehabt und so. Ich dachte mir diesmal nicht. Ich werde etwas runterdrehen und es nicht übertreiben. Und das war auch sehr gut. Ich fühle mich fast wieder genesen. Also ich denke morgen, also am Donnerstag, kann ich den Stream wieder machen. Halt, was laber ich hier mit morgen? Ich weiß gar nicht, wann das Video kommt. Ich lasse das Video heute kommen am Streamtag. Heute ist Donnerstag. Eigentlich nicht, aber jetzt ist heute Donnerstag und heute Abend kommt der Livestream um 19.30 Uhr. Außer es kommt irgendwas Ultraschlimmes dazwischen und meine Lage würde sich stark verschlechtern, das could be guys. Ich schreibe es auf Twitter, wie es aussieht dann mit dem Livestream. Bitte schaut da nochmal nach. So habe ich auch den Livestream am Dienstag abgesagt. Über Twitter. 2 Nachrichten, 2 Tweets habe ich da geschickt. Die erste war, glaube ich, 12 Stunden davor oder so, wo ich gesagt habe, mir geht's, glaube ich, nicht so gut und vielleicht fällt der Stream ins Wasser und dann halt nochmal endgültig der Stream fällt ins Wasser. Ich denke, dass ich es heute schaffe. Also jetzt ist Mittwoch, nur dass ihr das nochmal, heute ist Mittwoch für mich, jetzt ist gerade Mittwoch, aber das Video kommt dann morgen. Ich werde den Stream ganz gemütlich halten, so wie ich es hier auch spreche. Ganz langsam und genüsslich. Und wisst ihr was? Maybe from behind, I think. Behind? 2 von hinten. Oh mein Gott, ich hab fast... Noch einer! Ach komm, Jungs. Der eine war Drop schon unten, oder was? Nee. Hä? Scheiße. Ja, ich denke, ich bin jetzt gleich auf Level 21 mit dem 2. Account. Das heißt, wir sind dann alle geprimed oder können ab jetzt dann only Prime Games machen, endlich. Dass dann jemand sagen kann, öh, das ist ja auch noch Prime. Klar, dass wir verlieren. Ne, ne. Und Spot ist down. Alter, krass, Mann. Speedway ist down. Wie ich gerade drücke, was ist hier los? AWP, schaust du schön, Bela? Ja, ne? Deine Kacknase. Oh, scheiße. Just wait. Wow! Das sind noch 2. Oh, shit. Oh, easy win. Ja, da habe ich jetzt in meiner Krankheit so ein bisschen dran gearbeitet, dass dieser Account hier auf das gewünschte Level kommt, also der 2. Account. Ich habe einige abends Race-Spiele gespielt, weil er gesagt hat, mach nicht so viel Matchmaking, sonst bist du so hoch, also vom Rank her, dass wir nicht mehr mithalten können. Beziehungsweise, gerade die letzten paar Viewer-Games kam es ja dann zur Diskussion, warum sind die Ranks so unterschiedlich, wir müssen uns da was überlegen und pipapo. Und da dachte ich mir, es ist ja schon mal gut, mein 2. Account, mit dem wir dann höchstwahrscheinlich alle Viewer-Games machen werden, oder zumindest die im mittleren und niedrigen Bereich, dass ich da ungefähr in der Mitte bin. Und ich glaube, Goldnova 4 oder Goldnova Master, oder wie das heißt, ist ja die Mitte, ne? Vom Rank her, oder? So kann ich ja eigentlich dann mit allen ganz gut spielen, ohne dass wir die Hardcore-Gegner gedrückt bekommen. Alter, er drückt mir. Warum wie lang? Was mache ich denn jetzt? Könnt ihr mir nicht was legen, ihr Schweine? Fuck, die haben alle so wenig Cash. Ich will übrigens, was die Pistols angeht, unbedingt von der Tech-9 weg. Also nach dieser Nerfung, nach diesem Update, ist sie für mich wirklich nicht mehr so spielbar wie früher. Also ich habe sie ja sehr gerne gespielt und auch sehr oft und vor allem sehr positiv. Aber diese Veränderungen sind für mich zu krass. Ich kann nicht mehr damit so spielen, wie ich früher gespielt habe. Bin aber voll dazu verleitet, weil es einfach noch so drin ist. Das heißt, ich werde umsteigen. Warden ist auf die CZ umgestiegen. Das habe ich mich noch nie so getraut. Das Ding spiele ich nie, weil ich sie so merkwürdig finde. Aber ich kann mir gut vorstellen. Fuck, er ist so close. Ich kann mir gut vorstellen, vielleicht doch mal jetzt, weil es recht interessant wäre, auf die CZ umzusteigen und die als Main Pistol zu nutzen. Wie sieht es bei euch aus? Was sagt ihr zur CZ? Findet ihr die auch schwierig? Also ich habe sie mal ein bisschen gespielt, testweise natürlich, um überhaupt sagen zu können, was ich davon halte oder von ihr halte. Und ich finde sie extrem schwierig irgendwie. So wenig Munition, dieser Burst-Schuss, den man erstmal gebacken bekommen muss, also dass man damit wirklich gezielt auch was hittet. Wow, ordentlich die Fratz zerstört, mein Freund. One still a long. Ich habe jetzt nicht auf die Karte geguckt, auch ein bisschen meine Schuld, aber wir waren schon Mitte unten gestanden, ja, und haben einen gekillt auf A. Und die Mates sind A lang immer noch nicht durch. Das ist natürlich schwach. Der stand da rechts, da hinten irgendwo. Schade, dass ich es jetzt gerade hier nicht drin habe. Sie
schießt auf eine bestimmte oder besondere Weise. Vielleicht sage ich es auch nur, weil ich mich mit ihr noch nicht so auskenne. Das kann natürlich sein. Aber ich habe da schon wirklich sehr große Lust drauf, auf die CZ. Fuck, er gibt mir einen Header, ey. Scheiße. One eye long, half HP. Obwohl ich sagen muss, dass mir die Deagle auch gar nicht mal so ungut gefällt. Da habe ich ihn angehittet, den Bushstart. Jetzt kann ich vor, weil er sich gerade eingeschissen hat. Scheiße. Der ist hier. Okay, okay, okay. Wo ist der half HP durch? Na, fuck. Aber komm, jetzt muss ich noch ein bisschen aufdrehen hier. Komm. Also jetzt, wo ich gerade nicht so ultra entertainen kann, muss ich doch auf jeden Fall mal ein bisschen hier skillen. Okay. Okay, haben die gehört, was ich gerade gesagt habe? Let's go, guys. Alter Verwalter, ich glaube... Oh, Ultra-Skill, ganz klar. Ist clear. Oh, fuck. One, last one on B. Oh mein Gott, ein 4K. Sag mal doch, oder? 4K. Wenn man 4 Leute gekillt hat, ist es ein 4K. Gut, es hätte mir eigentlich klar sein müssen, dass da wahrscheinlich der Rest auch auf B stackt. Aber hey. Krass, dass der auf Speedway gar nicht mitbekommen hat, dass ich durch bin schon. Wow, da ist ja ein AWP. Oh, er gibt mir, warum ist denn der Headshot jetzt nicht da gewesen, wo er hätte sein sollen? Ach, und noch eine wichtige Sache für das gesamte YouTube-Programm. Ihr habt ja festgestellt, dass ich diese Freddy-Scheiße, dass ich dann nicht weitergekommen bin bei diesem Freddy Five Nights Sister Location und dass ich das erstmal nicht weiter verfolgen möchte, dieses Projekt. Das zweite Video von dieser Reihe kam sehr gut an, da kamen auch einige Abonnenten rein, einige neue Leute, die kommentiert haben. Die dritte Folge wiederum war vernachlässigbar und es hat auch niemand gesagt, hey, mach doch weiter. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass es jetzt nicht sehr wichtig ist, dass ich das weiterführe. So habe ich wieder Platz oder Zeit, um an den Tutorials weiterzuarbeiten. Und bezüglich meiner anderen Projekte, also Filme und Musikgeschichten, durch meine Krankheit bin ich jetzt halt leider sehr nach hinten geworfen worden. Es ist echt kacke. Ich habe extra vorgearbeitet. Ich habe für 10 Tage YouTube-Videos vorproduziert, also komplett fertig gemacht, dass sie komplett alleine online gehen. Bilder waren da, Text waren da, alles war fertig. Diese 10 Tage stehen und was passiert? Ich werde krank. Natürlich richtig scheiße, ganz klar. Da konnte ich mich jetzt halt an nichts dran setzen. Ich habe den Ding da nicht. Oh mein Gott, er sitzt immer noch da. Wer macht denn sowas? Na, ich bin auf Gold Nummer 4, okay. Naja, passt schon, passt schon. Einige von euch wissen ja, dass ich da an einem Musikvideo eigentlich schon seit einem halben Jahr arbeite und nicht wirklich was irgendwie auf der Kette habe im Moment. Ich muss noch Drohnenaufnahmen machen und so weiter und so fort. Ich komme da nie im Leben an das ran, was ich im Kopf habe. Ich meine, so ist es ja oft. Ne? Man hat was im Kopf, also einen Plan oder ein fertiges Bild von dem Film oder von dem Musikvideo, meinetwegen, das man machen will. Und dann ist man halt doch dabei... Sorry, behind you. Und dann kommt man eben doch nicht da ran, wohin man gerne möchte. Von der Qualität her und von dem Umfang. Aber nichtsdestotrotz will ich es natürlich so gut wie möglich hinbekommen. I got a plant on B. Behind me. Fuck, he's on B. Das werde ich jetzt dann bald erledigen. Also sobald ich nicht mehr krank bin, gehe ich los und mache die ganze Chose. Die ganzen Außenaufnahmen und hier drin eben alles. Das Skript auch noch kaum angefertigt. Ist echt lächerlich. Also eigentlich bin ich ja seit gefühlt Jahren dran. Ich hab fast gar nichts. Ich habe zwischendurch mal meinen Fortschritt verloren, aufgrund eines Speicherfehlers. Und das war wirklich ein harter Treffer, es war ein harter Schlag. Wenn ich überlege, dieses Alligator Medley, da habe ich für das Video ungefähr so 15 Stunden gebraucht. Also in Arbeitszeit insgesamt. Also eigentlich gar nicht so arg viel. Für alles zusammen wahrscheinlich. Die Aufnahmen, also die Voice- beziehungsweise Rap-Aufnahmen und so weiter, weiß ich jetzt nicht genau. Vielleicht insgesamt, also nochmal 2-3 Stunden, ich sag mal 20 Stunden, es geht eigentlich vom Workflow her und vor allem von dem, was bei rumkommt, ist es wirklich super investierte Zeit gewesen und das hat halt auch Spaß gemacht ohne Ende. Ich hätte es bei diesem neuen Projekt halt... Scheiße, ich habe Kevlar gekauft, ich Fischgesicht. Dieses neue Projekt ist halt eine ganz andere Sache. Ich habe mir da sehr große Dinge vorgenommen. Die Jungs sind jetzt eben angekommen, echt extrem schnelle Verschiebungen hier. Sag mal! Jungs, das ist der Letzte. Klatscht den bitte mal. Oh mein Gott. Nice. Es wurde schon oft von Künstlern gut beschrieben. Also wenn man halt irgendwas macht, egal ob es jetzt ein Film, ein Bild, ein Buch oder sonst was ist, diese ganzen Sachen, macht man ja aus einer Leidenschaft. Und es ist tatsächlich einfach immer wieder etwas fürs Leidenschaft. Weil man die ganze Zeit über, während man irgendein Projekt durchzieht, man hat da was vor Augen. Man will, dass es so und so läuft. Und vielleicht wird es so, vielleicht auch nicht. Man muss sich einfach reinhängen. Und es ist immer halt krampfig. Mal kommt man nicht so voran, wie man möchte. Mal ist es nicht so, wie man möchte. Komm, easy. Ah, schade, das war nur noch einer. Ich wollte gerade sagen, easy Ace.
Aber wenn man dann fertig ist, ist es eine riesige Befriedigung. Und wenn man alles hinter sich hat, bei diesen kleinen Videos, also diese täglichen Videos, da ist es ganz, ganz selten mal, dass ich wirklich sage, wow, da habe ich mich jetzt reingehängt, also künstlerisch. Bei diesen kleinen Videos, die man so macht, das ist ja so wie winzige kleine Künstlereien, das ist nicht viel, da kommt nicht, da steckt man natürlich nicht viel rein an, ne? Wenn man täglichen Upload hat, dann sind diese täglichen Uploads ja eher kleine Schmankerl. Ich habe natürlich dennoch einige Videos, die so eine Tagesvideogeschichte waren, die bombig waren, die ein kleines Kunstwerk für sich sind, aber dann doch eher selten, weil sowas kann man einfach nicht täglich machen, nicht immer, nicht die ganze Zeit. Außer, das ist das Einzige, das man macht und man hat keine Familie, keine Freunde und so, dann kann man sowas vielleicht machen, aber ja, hoppla. Aber sonst ist es schwierig. Natürlich bin ich zu YouTube gekommen, um genau das eben auszuleben, diese künstlerische, selbst darstellende Ader. Man möchte sich einfach darstellen, man möchte seine Gedanken in Form von zum Beispiel Videos widerspiegeln oder eben auch Sprachaufnahmen oder wie auch immer. Auf. Ich habe auch schon ein paar Hörbücher gemacht und auch meine Stimme an einen Spielcharakter geliehen. Nichts Offizielles, das war jetzt nur für andere YouTuber, die praktisch Projekte gemacht haben, bei Spielen, die mehr oder weniger stumm waren. Ja, die waren nicht stumm, aber die manche Charaktere waren stumm. Die haben nur ihren Mund bewegt und es kam so eine Fantasiegeräuschsprache, so. Und da habe ich dann diversen Charakteren meine Stimme gegeben und eben Hörbücher eingesprochen, unter anderem zwei Bücher vertont von Skyrim. Diese, wer Skyrim spielt, weiß, diese ganzen Bücher, die man da finden kann. Das sind ja richtige Bücher in dem Spiel, die man lesen kann. Und solche Sachen machen mir einfach riesigen Spaß. Das ist das, warum ich überhaupt diese ganze Sache mache. Natürlich machen diese täglichen Videos auch Spaß. Vor allem macht das mir Spaß, und das ist ja wirklich der riesige Rattenschwanz, der da hinten dran hing und für mich extrem wichtig geworden ist, dass ihr da seid und dass euch das gefällt, was ich hier mache. Ne? Also dieser Community-Aspekt, an den habe ich früher nie so richtig gedacht. Also ich dachte mir, man baut irgendwann eine gewisse Zuschauerschaft auf, vielleicht Fans oder wie man das eben auch bezeichnen möchte. Aber ich hätte nie gedacht, dass es dann so persönlich wird, so nahe, dass es einfach so wird, wie es ist. Das ist sehr schön. Und ich glaube auch zum größten Teil dadurch, durch diese Zuschauerschaft, also durch euch, ist dieser Wille auf jeden Fall da, auch diese täglichen Videos zu machen, weil ich einfach täglich mit euch interagieren will. Das ist ja Kommunikation, was wir hier machen. Also zwar zeitversetzt. Ich spreche und danach könnt ihr erst antworten und nicht direkt live, aber ich spreche, stelle euch auch oft Fragen und hin und her und ihr oder wir diskutieren dann in der Kommentar-Section fröhlich umher. Und dieses Gespräch führe ich natürlich gerne, am liebsten halt täglich, also ja, was heißt am liebsten täglich, wir führen dieses Gespräch täglich. Okay, noch einer, ich habe eine 5-7, easy peasy, lemon squeezy. Es lief sehr, sehr gut. Fast Level Up, Kinderlein. Fast. Ich werde, glaube ich, nochmal eine Aufnahme direkt hinten dran hängen und eben jetzt hier mal geschwind auf Level 21 kommen, um endlich Prime zu sein. Ich hoffe, es ist nur 21. Ja, ja. Nicht, dass jetzt kommt von wegen 22. Ich hoffe, ihr seid heute Abend beim Livestream dabei. Wir machen das ganz genüsslich, ganz gemütlich, so wie jetzt auch hier diese Aufnahme. Chillen wir einfach die Sache hin. Denkt ans Knife-Giveaway. Es läuft nach wie vor. Im Livestream ist alles dazu verlinkt. Die ganzen Giveaways werden jetzt auch bald sehr stark verändert. Darüber kommt dann aber ein eigenes Video nochmal extra. Ach ja, und zu Vidme kommt auch nochmal ein Video. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber diese Vidme-Sache, Wollen hat auch schon drüber gesprochen, wächst gerade so ein bisschen daran, eine andere Videoseite oder Creator-Seite, wo man eben Videos hochladen kann. Ich habe mir da einfach mal einen Account gemacht, der ist auch hier unten verlinkt. Könnt ihr mal reingucken. Das ist eigentlich nichts anderes. Da kommen die Videos, die hier kommen, kommen dort auch. Ich spreche das auch nochmal im extra Video an. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Yeah.